Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Monika, für die freundliche Einleitung, für die Organisation. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an das Edith Stein Archiv, wo ich auch einige Zeit verbringen und arbeiten durfte. Ja, ich hoffe auch wieder einmal hinkommen zu können. Ein wirklich wichtiger Ort für die Edith Stein Forschung. Schön auch einige wiederzuerkennen in der Gruppe. Und ja, komme ich also sofort zu meinem kleinen Beitrag. Ungefähr 45 Minuten, wurde mir gesagt, kann der Vortrag dauern und dann die Diskussion zusammen. Das Thema am heutigen Abend ist Edith Steins Verständnis christlicher Philosophie nach ihrem Hauptwerk Endliches und ewiges Sein. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich andere Texte, etwa den Dialog zwischen Husserl und Thomas, nicht berücksichtigen werde. Mir scheint wichtig, zweierlei hervorzuheben. Erstens, dass Stein eine Brücke zwischen Deutschland und Frankreich schlägt, besonders die Teilnahme an der ersten Journée d'études der Société Thomiste in Juvisy zum Thema Phänomenologie und die daran anknüpfenden Kontakte, beispielsweise mit Maritain, lassen eine Horizonterweiterung erkennen. Den neuen Horizont ließ sie in ihr Verständnis einer christlichen Philosophie einfließen und ergänzte damit ihre Kenntnisse der Philosophie und Theologie im deutschsprachigen Raum. Auch wenn sie in der Folge nicht mehr aktiv zum Austausch beitragen konnte, so bleibt ihre Haltung noch heute ein einladendes Zeichen für eine intensivere Zusammenarbeit und lässt eine Befruchtung der Forschung über Sprach- und Ländergrenzen hinaus erhoffen. Zweitens möchte ich die Rolle Steins in der Debatte selbst hervorheben. Diese war nämlich zu Beginn der 30er Jahre noch stark von Polemik, der Thesen und Gegenthesen geprägt und scheiterte am Versuch einer Synthese. Stein dagegen nahm nicht an der eigentlichen Auseinandersetzung teil. Ihr Vorteil war es, abseits von den Streitereien im Karmel an einer christlichen Philosophie arbeiten zu können. Ihr Entwurf einer solchen in Endliches und ewiges Sein ist das Resultat eines langen Reifeprozesses, der bereits mehrere Jahre vor dem Ausbruch der Debatte begonnen hatte. Also, was machen wir heute konkret in diesem Vortrag? Zuerst gehe ich relativ ausführlich auf den Studientag zur christlichen Philosophie in Juvisy und auch Steins Rezeption ein, weil dieser Text in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, eigentlich eher weniger bekannt ist. Dann geht es in einem zweiten, längeren Teil um ihr Philosophieverständnis und um die Idee einer theologischen Ergänzung. Ergänzung, das ist so das Stichwort, ein wichtiges Wort. Ergänzung der philosophischen Forschung. Kommen wir also zum ersten Teil, die Journée d'études über die christliche Philosophie in Juvisy und Steins Rezeption. Der Abschnitt über die Beziehung zwischen Philosophie und Theologie in ihrem Hauptwerk Endliches und ewiges Sein ist in zweifacher Hinsicht von großer Bedeutung. Erstens, weil diese Frage nach Stein die Hauptschwierigkeit der Verständigung zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher Philosophie ausmacht. Und zweitens, weil die Konklusionen dieses Abschnitts als Prämissen für ihre eigenen Ausführungen in Endliches und ewiges Sein dienen. Bevor ich mich der Analyse Ihres eigenen Lösungsversuchs widme, möchte ich Steins Ansatz in der Debatte um die Möglichkeit einer christlichen Philosophie situieren. Es ist möglich, das Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie entweder in der Trennung oder aber in der Reduktion der einen Wissenschaft auf die andere zu sehen. Gegenüber diesen Extremen bietet sich ein Mittelweg an, der zwischen den beiden Positionen zu vermitteln versucht. Dieser Mittelweg war und ist das Anliegen der katholischen Kirche, die sich gegen die immer wiederkehrenden Extremlösungen gewehrt hat. Kommen wir also zu der Journée d'études und zu Sertianges, Antonin Gilberts Sertianges Beitrag an dieser Journée d'études. Die Beziehung besteht gemäß dem in der Kirche gesuchten Mittelweg in einer effektiven Wechselbeziehung von Glauben und Vernunft, in einer Einheit bei bleibend notwendiger Unterschiedenheit.
erst dieses dritte Verständnis bietet die Grundlage, um wirklich von christlicher Philosophie sprechen zu können. Dabei ist allerdings der Begriff christliche Philosophie nicht univok gebraucht, sondern lässt immer noch verschiedene Verständnisse der Wechselbeziehung von Glauben und Vernunft offen. Am Studientag der Société Thomiste 1933 in Juvisy nahmen Philosophen und Theologen thomistischer Prägung teil, aber trotzdem konnte keine einheitliche Definition der christlichen Philosophie gefunden werden. Für diejenigen, die eine christliche Philosophie überhaupt für möglich hielten, versuchte Sertiange in der Diskussionsrunde nach der Nachmittagskonferenz die verschiedenen legitimen Auffassungen von christlicher Philosophie zusammenzufassen. Die Suche Sertianges richtete sich auf die verschiedenen Sinnmöglichkeiten einer christlichen Philosophie. Ich zitiere ihn, übersetzt: Wir suchen nach den möglichen, wenn auch begrenzten Bedeutungen, die man dem Ausdruck christliche Philosophie geben kann. Solange die verschiedenen Bedeutungen unzulänglich sind und solange es keinen eindeutigen und vollkommenen Sinn einer christlichen Philosophie gibt, solange sei die Vielfalt der Auffassungen eine Bereicherung für die Bedeutung dieses Ausdrucks. Kommen wir also zu den verschiedenen Sinnmöglichkeiten. In einem ersten Sinn kann die Theologie selbst als christliche Philosophie bezeichnet werden. Gemäß dieser Auffassung gibt die Philosophie ihre Autonomie auf, um sich ganz der Theologie unterzuordnen oder sich in sie einzuordnen. Der Ausdruck Vera Philosophia zur Bezeichnung des Christentums in der Väterzeit ist bedeutsam für dieses Verständnis. In dieser Konzeption ist zwar einerseits die christliche Philosophie wirklich christlich, aber andererseits ist sie nicht mehr im vollen Sinn Philosophie, sondern müsste eher Theologie genannt werden. Sertiange bezeichnete diese Position zwar als legitim und eminent respektabel, lehnt sie jedoch ab, weil sie der Unterscheidung von Vernunft und Glauben nicht genügend gerecht werde. Ich zitiere ihn wieder: Diese Auffassung scheint mir heute nicht mehr zu berücksichtigen. Sie lässt uns hinter den heiligen Thomas zurückfallen. Sie vernachlässigt die tiefgreifende Arbeit, die dieser zur Unterscheidung von Vernunft und Glauben und zum Verständnis ihres Verhältnisses beigesteuert hat. Tatsächlich läuft diese Auffassung letztendlich praktisch auf die Reduktion der Philosophie auf Theologie hinaus. Christliche Philosophie in einem zweiten Sinn integriert materialiter den Glauben als Erkenntnisquelle, die zur natürlichen Vernunft hinzutritt. Diese Position wurde häufig kritisiert, weil hier die Philosophie, indem sie ihr Nachdenken auf Glaubenswahrheiten beruhen lässt, zur Theologie werde. Sertiange griff diesem Vorwurf gegenüber auf die Unterscheidung der philosophischen und theologischen Haltung in der Summa Contra Gentiles bei Thomas zurück. Die Philosophie und die Theologie kümmern sich zwar beide um Gott und um die Natur. In der Philosophie geht es aber hauptsächlich um die Natur und um Gott nur insofern er Ursache aller Natur ist. Für die Theologie ist es gerade umgekehrt, denn sie interessiert sich prinzipiell für Gott und für die Geschöpfe nur in ihrer Gottesbeziehung. Von diesem unterschiedlichen Ansatz her ist es zu erklären, dass der Philosoph die Glaubenswahrheiten mit seiner eigenen philosophischen Methode bearbeitet und dass er dabei nicht zu theologischen Folgerungen gelangt, sondern zu spezifischen Resultaten einer christlichen Philosophie. Nach Sertiange resultiert aus der Integration von Glaubenswahrheiten in der Philosophie eine, ich zitiere nochmals, harmonische Erkenntnissynthese, obwohl diese auf verschiedenen Ordnungen beruht. Es ist wie bei der Athena von Phidias, die Chryselephantin war, das Ganze aus Elfenbein und die wichtigsten Teile aus Gold. Ein dritter Sinn betont die intrinsische Orientierung der in sich natürlichen Philosophie
auf die übernatürliche Glaubenswahrheit hin. Serdiange beschreibt diese der Philosophie immanente Tendenz zum Glauben mit Hilfe des Verhältnisses der Natur zum Übernatürlichen. Ich zitiere nochmals: Es ist anzuerkennen, dass das Übernatürliche zur realen Dynamik der Natur gehört. Obwohl die Philosophie nicht ausreicht, um es einzusehen und noch weniger, um in es einzudringen. Folglich ist es angebracht, zu fragen, ob die Philosophie sich nicht notwendigerweise auf das Übernatürliche als normale Erweiterung zubewegen muss. Ein bekannter Vertreter, Maurice Blondel, der zu zeigen versuchte, wie sich die Philosophie von sich aus notwendigerweise auf den Glauben zubewege und in diesem erst ganz zu sich selbst komme. Diese Position kann der Philosoph allerdings nur annehmen, wenn er bereit ist, die Begrenztheit der Philosophie zu akzeptieren. Deshalb bemüht sich der christliche Philosoph zu zeigen, worin die menschliche Vernunft an ihre Grenzen stößt und inwiefern sich die Philosophie von sich aus dem Glauben zu öffnen vermag. Denn wenn sich die Philosophie der Theologie öffnet, so vermischt sie sich dadurch nicht mit ihr, sondern es ergibt sich gleichsam ein Zusammenschluss von zwei verschiedenen Realitäten. Ich zitiere nochmals: Es entsteht dadurch noch immer keine Homogeneität zwischen den beiden Begriffen, aber es entsteht ein Anschluss, es entsteht eine positive Ausrichtung der Philosophie auf den Glauben. In einem vierten Sinn des Ausdrucks christliche Philosophie sah Serdiange die Position von Étienne Gilson und Jacques Maritain. Ihrer Meinung nach werden dem christlichen Philosophen vom Glauben objektive Anregungen, objektiv, und subjektive Hilfen, Confortation subjective, gegeben. Doch die Glaubenswahrheit selbst bleibt vom rein rationalen System der Philosophie getrennt. Christliche Philosophie wird deshalb nicht eine Philosophie genannt, die an sich christlich wäre, sondern die von ihren Kontakten mit dem Christentum inspiriert wird. Ja, soweit Serdiange an dieser Journée d'études in Juvisy. Das war die Journée d'études 1933, also ein Jahr nach Steins Teilnahme. In der ESCA 1112 ist das leider ein wenig durcheinander gekommen. Also sie war da nicht mit dabei, aber sie wurde darüber informiert und hat diesen Text auch gelesen. Kommen wir nun zu ihrer Rezeption, der Rezeption von Serdiange insbesondere. Stein situiert ihren Versuch über den Sinn und die Möglichkeit einer christlichen Philosophie gleich zu Beginn als Anknüpfung an die Aussprachen der Société Thomiste in Juvisy. Sie nimmt den oben erwähnten Beitrag von Serdiange in einer ausführlichen Fußnote auf, indem sie die verschiedenen Auffassungen einer christlichen Philosophie ziemlich frei auf ihre eigene Weise präsentiert. In einem ersten Sinn sei das Christentum selbst die Philosophie schlechthin, so es voran zur Väterzeit verstanden worden sei. Das entspricht mehr oder weniger dem ersten Sinn bei Serdiange. In einem zweiten Sinn sei eine christliche Philosophie diejenige, die nicht nur die natürliche Vernunft, sondern auch den Glauben als Erkenntnisquelle benutzt. Das entspricht dem zweiten Sinn bei Serdiange. Und in einem dritten Sinn sei christliche Philosophie Ausdruck zur Bezeichnung der mittelalterlichen Philosophie, die sich unter dem unleugbaren Einfluss des Christentums entwickelt hat. Und hier haben wir den vierten Sinn bei Serdiange. Steins Aufzählung ist meines Erachtens ganz bewusst so angeordnet. Der erste Sinn einer christlichen Philosophie zur Zeit der Väter bezieht sich vor allem auf Augustinus. Der dritte Sinn der christlichen Philosophie auf Thomas. Der zweite Sinn kann als Mittelweg zwischen Augustinus und Thomas verstanden werden.
Gemäß dieser zweiten Sinnmöglichkeit erhält der Glaube als übernatürliche Erkenntnisquelle in der Philosophie Eingang, was ihr eigenes, also Steins, Anliegen ist. Diskret bringt Stein zum Ausdruck, dass es ihr um eine gleichzeitige Berücksichtigung von Augustinus und Thomas geht. Es ist wichtig, dass Stein in ihrer Fußnote den dritten Sinn nach Sertiange, der die Philosophie in ihrer Dynamik auf die Theologie hinsieht, unerwähnt lässt. Vielleicht handelt es sich um eine absichtliche Auslassung, weil dieser Vorschlag Edith Steins eigenen Weg von der philosophischen Forschung hin zum Glauben offenlegt und weil sie ihre eigene Variante dieses Weges präsentieren will. Denn in der Darstellung von Sertiange ist die Beziehung der Natur zum Übernatürlichen die analoge Ausgangslage für das Verständnis der Beziehung der Philosophie zur Theologie. Gerade diese theologische Problematik wählt Stein nicht als Ausgangspunkt, wahrscheinlich weil sie in endliches und ewiges Sein bewusst philosophisch und nicht theologisch vorgeht. Bei Stein kommt die Bewegung zur Theologie von der Philosophie selbst, die sich ihrer Unfähigkeit bewusst wird, das Sein in seiner Ganzheit zu durchdringen und deshalb an die Theologie, an die Glaubenswahrheiten insbesondere appelliert. Als Ausgangspunkt für ihre eigene Erörterung wählt Stein den Sinn einer christlichen Philosophie, wie er sich bei Gilson und Maritain findet. Diese beiden Denker betrachtet sie als Vertreter des damaligen Thomismus. Mit diesem Einstieg kann sie sich einerseits mit Thomas und seinen Interpreten auseinandersetzen und findet andererseits den Zugang zur Behandlung der Frage nach der Verständigung zwischen Scholastik und moderner Philosophie. Die Haltung gegenüber einer christlichen Philosophie ist von grundsätzlicher Bedeutung für den Dialog von mittelalterlicher und neuzeitlicher Philosophie, weil im Verständnis der Beziehung von Glauben und Wissen ein Graben zwischen beiden liegt. Die mittelalterliche Philosophie stand, Zitat, im Schatten der Glaubenslehre. Sie wurde an der offenbarten Wahrheit gemessen und bekam ihre Aufgaben von der Theologie zugewiesen. Im Gegensatz dazu versteht sich die neuzeitliche Philosophie als rein natürlich und autonom und emanzipierte sich weitgehend von der Theologie. Thomas von Aquin wird von Stein als Ausgangspunkt eines möglichen Dialogs gewählt. Dieser unterscheidet im Prolog zu seiner Summa contra Gentiles zwei Wege in der Suche nach Wahrheit. Ich zitiere ihn: Es gibt aber in dem, was wir von Gott bekennen, zwei Weisen von Wahrheit. Einiges nämlich über Gott ist wahr, was über jede Fähigkeit der menschlichen Vernunft hinausgeht. Zum Beispiel, dass Gott dreifaltig und einer zugleich ist. Anderes ist wahr, wozu auch die natürliche Vernunft gelangen kann, zum Beispiel, dass Gott ist, dass Gott einer ist und anderes dieser Art. Ende Zitat. Die Unterscheidung in eine übernatürliche und eine natürliche Wahrheit verleitete manchmal zu einer vereinfachenden Lösung, nach der die übernatürliche Wahrheit nur die Theologie und die natürliche Wahrheit nur die Philosophie betreffe. So ein Zwei-Stockwerk-Denken. Thomas selber ist sehr viel differenzierter. Einerseits ist für ihn der Glaube Maßstab auch für die natürliche Wahrheit. Andererseits aber kann die Glaubenswahrheit von der natürlichen Vernunft a posteriori als vernünftig dargelegt werden. Aufgrund dieser Interaktion ist eine strenge Trennung von philosophischer und theologischer Wahrheit nicht sinnvoll. Denn nach Thomas sind die natürlichen und die übernatürlichen Wahrheiten gleichermaßen wahr, da alle Wahrheit ihren Ursprung in Gott hat. So können mit Richard Schaeffler Philosophie und Theologie als zwei verschiedene, Zitat, Weisen des Dienstes an einer Wahrheit, die stets größer ist als das, was in philosophischen Sätzen von ihr ausgesagt werden kann, verstanden werden.
Wenn dagegen die Philosophie als eine rein natürliche Wissenschaft betrachtet und dadurch die Beziehung zur Theologie fraglich wird, dann stellt sich erneut die Frage nach dem Sinn einer christlichen Philosophie. Das Verständnis einer christlichen Philosophie hängt zunächst vom Philosophieverständnis als solchem an. Stein misst dieser Aufgabe einen hohen Stellenwert zu, da sie sich in ihrem Verständnis vom traditionellen Wissenschafts- und Philosophieverständnis, etwa bei Thomas, abhebt. Ja, kommen wir also zum zweiten, größeren Teil, Steins Verständnis christlicher Philosophie und zuerst die Frage, ja, was versteht Stein eigentlich unter Philosophie? Eben in Abgrenzung zu mittelalterlichen Philosophen und Theologen. Im Anschluss an Marita übernimmt Stein die Unterscheidung zwischen der Natur und dem Zustand der Philosophie. Die Philosophie nimmt in der Geschichte verschiedene Formen an, aber dem jeweiligen geschichtlich bedingten Zustand ist die Philosophie in ihrer Natur zugrunde gelegt. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Philosophie und was sie in sich selbst ist. Nach Marita ist es möglich, über die Natur der Philosophie mittels einer Abstraktio formalis zu sprechen, obwohl die Philosophie an sich keine reale Existenz habe, sondern immer in einem Subjekt und daher in einem gewissen Zustand zu finden sei. Marita sagt im Anschluss an Thomas, dass die Philosophie eine bestimmte dynamische Bildung und Organisation des Geistes sei. Im Erkenntnisschema bei Thomas gibt es hier nur zwei Termini, den Geist als Subjekt und die realen Gegenstände als Objekt. In der Wechselwirkung von Subjekt und Objekt kann der Geist allerdings nur das aufnehmen, was von sich aus den natürlichen Kräften des menschlichen Verstandes zugänglich ist. Das Verständnis der menschlichen Erkenntnis bei Thomas bestimmt auch das Verständnis von Philosophie, denn bei ihm ist die Philosophie immer Philosophie in einem bestimmten Geist. Da der menschliche Geist grundsätzlich rational und natürlich ist, so ist auch die Philosophie gekennzeichnet durch ihre wesentliche Natürlichkeit und Rationalität. Die reine natürliche Philosophie als Ausprägung des Geistes kann anschließend noch genauer unterschieden werden. Sie kann erstens die dauernde Geisteshaltung oder anders gesagt der philosophische Habitus im konkreten Subjekt sein und sie kann zweitens das lebendige Philosophieren oder den konkreten philosophischen Akt im Kontakt von Geist und Gegenstand bedeuten. Aber dieses Philosophieverständnis ist für Stein, also dieser Unterschied zwischen Natur und Zustand der Philosophie ist für Stein noch nicht ausreichend. Denn Philosophie sei, ich zitiere sie, noch ein drittes, und ich möchte sogar sagen, dies dritte in erster Linie, Philosophie als Wissenschaft. An dieser Stelle vollzieht Stein einen Bruch mit Thomas und seinen Nachfolgern, ohne das ausdrücklich zu erwähnen. Sie schreibt lediglich, dass die moderne Wissenschaftstheorie, dass sie sich in der Schule Husserls angeeignet hat, die Philosophie auch als selbstständiges gedankliches Gebäude auffasse, das unabhängig von einem denkenden Geist existieren könne. Auf diesen modernen Sinn von Philosophie wendet Stein die Unterscheidung Maritas zwischen Natur und Zustand an. Die Philosophie in ihrem Zustand ist danach, ich zitiere nochmals, der Niederschlag alles dessen, was der Menschengeist zur Erforschung der Wahrheit getan hat, in Gebilden, die sich von dem forschenden Geist abgelöst haben und die nun ein eigenes Dasein führen. Also unabhängig von dieser Subjektivität, die einmal diese Gedanken ausgedrückt hat. Dagegen wäre die Philosophie in ihrer Natur, oder wie Stein lieber sagt, die Philosophie als Idee, eine Wissenschaft in idealer Vollendung. Eine solche vollkommene Wissenschaft wird zwar wegen der Begrenztheit des menschlichen Geistes nie in einem geschichtlichen Gebilde real existieren können, aber sie dient zumindest der menschlichen Suche als Leitbild.
Um dem Ziel einer vollkommenen Wissenschaft als Ausdruck aller Sachverhalte besser gerecht zu werden, wurde sie gemäß den verschiedenen Teilgebieten des Seins in mehrere Einzelwissenschaften aufgespalten. In dieser tendenziellen Zersplitterung braucht es eine Wissenschaft, welche alle Einzelwissenschaften miteinander verbindet. Nach Stein, im Sinne Husserls, handelt es sich hier um die Philosophie als Grundlagenwissenschaft. Ich zitiere nochmals, die Klärung der Grundlagen aller Wissenschaften ist Aufgabe der Philosophie. In der Beziehung der Einzelwissenschaften zur Philosophie zeigt sich die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Philosophie und Einzelwissenschaften arbeiten zwar als getrennte Forschungsrichtungen, aber, ich zitiere nochmals, sie sind berufen, einander beständig neue Aufgaben zu stellen und sich wechselseitig durch ihre Ergebnisse zu befruchten, zu vertiefen und zu fördern. Ich möchte diese steinsche Aussage betonen, weil die unterschiedlichen Konzeptionen einer christlichen Philosophie im verschiedenen Verständnis der Philosophie wurzeln. Bei Thomas erstreckt sich die Philosophie über den gesamten natürlichen Bereich, doch er schließt alle übernatürlichen Elemente aus, denn diese seien allein der Theologie vorbehalten. Diese strenge Teilung von Theologie und Philosophie führte dazu, dass man nicht im eigentlichen Sinn von christlicher Philosophie sprechen kann. Anders ist es dagegen im modernen Philosophieverständnis Steins, die Philosophie zunächst in ihrer Beziehung zu allen Einzelwissenschaften sieht. Folglich steht die Philosophie in einer potenziellen Beziehung zur Theologie als Einzelwissenschaft, obwohl diese ihrerseits die Philosophie durch ihre göttliche, übernatürliche Erkenntnisquelle übersteigt. Ja, also Theologie als Einzelwissenschaft, die Philosophie bleibt in Steins Perspektive die Grundlagenwissenschaft, die aber in einen Dialog, in eine Wechselwirkung mit der Theologie als Einzelwissenschaft eintritt und die auch darauf eingeht, dass die Theologie als Einzelwissenschaft eine andere Erkenntnisquelle, nämlich eben eine übernatürliche, göttliche Erkenntnisquelle hat und dadurch auch die Philosophie bereichern kann. Also das ist so die Wechselwirkung, die man da so herauslesen kann und die auf diesem modernen Philosophieverständnis von Stein beruht. Ja, machen wir einen Schritt weiter, eben der Glaube als zusätzliche Erkenntnisquelle in der Philosophie. Für Stein bedeutet christliche Philosophie nicht nur, dass es christliche Philosophen oder dass es eine Philosophie in einem christlichen Zustand gibt, sondern sie kennt eine Philosophie, die von der Theologie her ergänzt wird. Das heißt, von den übernatürlichen Geheimnissen des Glaubens, die der natürlichen Vernunft auf sich allein gestellt unzugänglich wären. Zunächst möchte ich bei Stein nach der Motivation der Einbindung von Glaubenswahrheiten in der Philosophie fragen. Ihre eigene Antwort soll dazu als Ausgangspunkt dienen. Ich zitiere: Wenn der Philosoph seinem Ziel, das Seiende aus seinen letzten Gründen zu verstehen, nicht untreu werden will, so wird er durch seinen Glauben genötigt, seine Betrachtung über den Bereich dessen hinaus, was ihm natürlicherweise zugänglich ist, auszudehnen. In diesem Text gibt Stein zwei Argumente für die Ausweitung der philosophischen Forschung in den Bereich der Theologie. Der Glaube des Philosophen und das Ziel der Philosophie. Der Glaube erschließt der natürlichen Erfahrung des Menschen einen Bereich, der ihr sonst entzogen werde. So schrieb bereits Machita, der Wert der Offenbarung ist absolut transzendent gegenüber jeder Erfahrung, die sich auf rein menschlicher Basis konstituieren kann. Ein Paradox, wenn man will, ein Skandal für die Vernunft. Dieser vom Glauben eröffnete übernatürliche Horizont ist nicht deshalb Skandal, weil er unvernünftig wäre, sondern im Gegenteil, weil er die menschliche Vernunft ins Unermessliche übersteigt.
Die Realität ist reicher als das, was die menschliche Vernunft davon erfassen kann, und stellt dadurch das Ziel der Philosophie, das Seiende aus seinen letzten Gründen zu erfassen, in Frage. Das Bestreben des menschlichen Geistes, ein Gebilde zu erbauen, das Ausdruck aller Sachverhalte wäre, übersteigt die konkreten Möglichkeiten des Menschen. Zwar ist die Bemühung um ein möglichst vollkommenes Vernunftwerk unter Ausschluss der Offenbarung lohnenswert und führt zu wichtigen Erkenntnissen, aber es bleibt notwendigerweise begrenzt, weil es ausschließlich die Realität in ihrer Natürlichkeit erforscht. Deshalb fragt Hanna-Barbara Gell-Falkowitz, die wir dann auch schon bald hören werden in diesem Forum, ob das Wort, das die Philosophie nicht aus sich selbst hervorholen kann, von anderswoher zugesprochen werden darf. Edith Stein schätzt den Ausschluss der übernatürlichen Offenbarung als Untreue gegenüber dem Ziel der Philosophie ein und schließt, die Vernunft würde zur Unvernunft, wenn sie sich darauf versteifen wollte, bei dem stehen zu bleiben, was sie mit ihrem eigenen Licht entdecken kann, und die Augen vor dem zu schließen, was ein höheres Licht ihr sichtbar macht. Das Paradox sticht stark hervor. Der höchste Akt der Vernunft ist derjenige, der es ermöglicht, die Vernunft selbst zu übersteigen. Die Glaubenswahrheiten an sich übersteigen die menschliche Vernunft, aber deren Kenntnisnahme in der philosophischen Untersuchung ist vernünftig und öffnet den Weg zur Philosophie in ihrer Vollendung. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, zu Steins Auseinandersetzung mit Erich Pschyvara. Es handelt sich in dieser Ergänzung der Philosophie durch die Theologie um eine geheimnisvolle Ergänzung. Die Aporie der Philosophie besteht nach Stein darin, dass sie sich um Kenntnis der letzten Gründe des Seienden bemüht, dieses aber nicht gänzlich erfassen kann, denn alles Begreifliche bekommt einen unbegreiflichen Hintergrund. Um das Verhältnis der an sich klaren Philosophie zum unfasslichen Sein zu erläutern, geht Stein auf Pschyvara ein, der in seiner Analogia Entis der Beziehung von philosophischer und theologischer Metaphysik einen längeren Abschnitt widmet. Die philosophische Metaphysik als Dahintergehen in die Hintergründe des Seins dringt vor bis zum Grund, dem Ziel und dem Sinn des Seins. Es ist Metaphysik als Philosophie bis zu Gott als positivem Grenzbegriff. Als Anknüpfungspunkt der philosophischen Metaphysik zu einer theologischen sah Pschyvara das Doppelprinzip einer katholischen Theologie. Fides sive gratia non destruit, sed supponit et perficit rationem sive naturam. Ausgehend von diesem Grundsatz zog er die Folgerung, dass erst der Glaube die Metaphysik als Ganzes vollenden könne. Damit aber ist die Metaphysik, wenngleich vorläufig als Philosophie, so doch endgültig erst durch Theologie, freilich durch Theologie, nicht als Theologie. Der Weg der Metaphysik vom Philosophischen ins Theologische hinein wurde von Pschyvara als Reductio in Mysterium bezeichnet und verstanden als Dynamik von der Begrifflichkeit zum Geheimnis, das heißt zum Verschlossenen hin. Bei Pschyvara ergibt dies folgendes Bild der Metaphysik: Die philosophische oder kreatürliche Metaphysik wird vollendet von der theologischen Metaphysik, das heißt bei Pschyvara konkret von der katholischen Theologie, worin er den Formprimat der Theologie begründet sah. Die ganze philosophische und theologische Metaphysik zusammengenommen bilden dann die eine Metaphysik. Bei Pschyvara kommt es der Theologie zu, die Metaphysik zu vollenden.
Also hier müssen wir weiterschauen. In der Gruppe war vorher auch Pater Ukasch mit dabei, der Pschivara sehr viel besser kennt als ich. Ich denke, dass Edith Stein sehr weit mit Pschivara mitgeht, also dass sie ganz damit einverstanden ist, dass eben die Theologie nicht die Philosophie nicht als Theologie endet oder zur Theologie wird, sondern durch Theologie als Philosophie verändert wird. Und deshalb eben doch Philosophie bleibt. Aber vielleicht, das wäre so ein Punkt, ist bei Edith Stein die Unterscheidung von Philosophie und Theologie doch noch ein wenig stärker durchgezogen. Und zwar eben ausgehend von dieser, von ihrer Terminologie, dass sie nämlich von einer Ergänzung spricht. Das heißt, dass die Philosophie von der Theologie ergänzt wird. Und was eben was ergänzt, das kann man eigentlich immer noch unterscheiden von dem, was es was eigentlich davon befruchtet und davon für eigene weitere philosophische Arbeit angeregt wird. So, und mittels dieser Ergänzung eben, das ist dann doch das Ziel der Philosophie auch bei Stein, dass die rein natürlichen Möglichkeiten übersteigt, die Gesamtheit dessen, was natürlich Vernunft und Offenbarung uns zugänglich machen, zu einer Einheit zusammenzufassen. Ein Perfektum opus rationis, nach Maritain, der aber Thomas hier falsch zitiert, sei durchaus das Werk der Philosophie, auch wenn sie dazu die Hilfe der Theologie benötige. Wenn bei Pschivara die Gefahr besteht, dass die Metaphysik nicht mehr als philosophische Disziplin gesehen wird, weil sie endgültig nur durch Theologie zustande kommt, so kann man bei Stein besser die Unterscheidung von Vernunft und Glauben erkennen, denn die Metaphysik an sich ist ein rein rationales Werk, für dessen ein rationales Werk, für dessen Verwirklichung sie sich auf Glaubenswahrheiten abstützt. Also eben die Reinheit der Philosophie ist eben doch aufgegeben. Und das ist eindeutig. Also wenn man auf der absoluten Autonomie der Philosophie besteht, dann gibt es eigentlich keine Brücke, keine Verständnismöglichkeit mit Steins Verständnis christlicher Philosophie, die eben doch bereit ist, auf die Reinheit der Philosophie zu verzichten, um dem Ziel der Philosophie, eben das ganze Sein, alles Sein, aus seinen letzten Gründen zu erfassen, um diesem Ziel treu zu bleiben. Ja, kommen wir zu einem Rück- und Ausblick. Ich versuche ein wenig zusammenzufassen und dann, ja, ich habe im Abstract noch die Frage der Kirchenlehren kurz angetönt. Und mal schauen, ja, wird nicht viel davon zu hören sein, aber vielleicht nachher auch noch im Dialog die eine oder andere kleine Information. In der Frage nach der Möglichkeit einer christlichen Philosophie war Stein nicht in die großen Debatten der 30er Jahre verwickelt. Ihr Verständnis seiner christlichen Philosophie entsprang vielmehr ihrer eigenen philosophischen Herkunft und ihrem Glaubensleben und war Ausdruck einer von ihr gesuchten und gefundenen Harmonie. Erst die Erörterungen der Tagung der Société Thomis 1933 in Juvisy ermöglichten es Stein, sich auf dem Hintergrund der verschiedenen Auffassungen genauer zu situieren. Sie strebte als Katholikin eine positive Korrelation von Glauben und Vernunft an und wies die beiden Extreme ihrer kompletten Trennung oder ihrer Identifikation zurück. In der Frage nach den Modalitäten der Beziehung zwischen Philosophie und Theologie wollte sie als Befürworterin einer christlichen Philosophie einen Mittelweg zwischen Thomas und Augustinus gehen, wie aus ihrer ausführlichen Fußnote über die verschiedenen Sinne einer christlichen Philosophie hervorgeht, ging es ihr um die Vermittlung zwischen der auf Einheit bedachten Auffassung der Kirchenväter und der vielleicht allzu klaren Unterscheidung von Glauben und Vernunft, wie sie von Thomas geleistet wurde. Steins Ausgangspunkt war Thomas und mit ihm Maritain, den sie als Vertreter des Thomismus betrachtete. Von dieser Ausgangslage setzte sie sich an zwei neuralgischen Punkten ab, im Verständnis erstens der Philosophie und
Zweitens, in der Frage nach der Ergänzung der Philosophie durch Theologie. Was Steins Philosophieverständnis betrifft, so bleibt sie ihrer philosophischen Herkunft treu. Im Anschluss an Husserl betrachtet sie die Philosophie als strenge Wissenschaft, die die Grundlagen aller Einzelwissenschaften liefert und die gleichsam der Knotenpunkt aller Wissenschaften ist. Damit hebt sie sich vom aristotelisch-thomistischen Philosophieverständnis ab und beurteilt die Beziehung zwischen Philosophie und Theologie nach dem Modell des Verhältnisses der Gesamtwissenschaft zur Einzelwissenschaft. Wie zwischen Philosophie und Einzelwissenschaft ein Austausch stattfindet, so ist ein solcher auch zwischen Philosophie und Theologie möglich, obwohl die Erkenntnisquelle der Theologie übernatürlich ist. In der Öffnung der Philosophie für die Theologie kam es zu einer zweiten Anpassung der thomistischen Position. Von thomistischer Seite wurde ihr vorgeworfen, dass sie durch die theologische Ergänzung die Philosophie zur Theologie mache. Bei Stein ist jedoch zu beachten, dass nicht der Glaube in seiner existenziellen Bedeutung in die christliche Philosophie einfließt, sondern lediglich der Glaubenssatz als vernünftiger Satz. Dies bedeutet, dass die christliche Philosophie selbst auf der Ebene der Vernunft bleibt und eine rein philosophische Durchdringung der Glaubenswahrheiten anstrebt und dass diese auch von Stein als möglich erachtet wird. Dennoch relativiert bei der Ergänzung der Philosophie durch Glaubenswahrheiten das theologische Element die absolute Autonomie und Einsichtigkeit der Philosophie, was die meisten Philosophen nicht akzeptieren können. Stein selbst motivierte ihren Schritt mit dem umfassenden Ziel der Philosophie nach Durchdringung der letzten Seinsgründe, das mit rein philosophischen Mitteln nicht erreicht werden könne. Diese Sicht sprengt die Philosophie an und für sich und ordnet sie in den größeren Kontext ihres christlichen Verständnisses ein. Es ist Ausdruck von Steins Bemühung um ein ganzheitliches Weltbild, das Vernunft und Offenbarung einbeziehen will und sich dadurch dem einheitlichen Verständnis von Philosophie und Theologie bei Augustinus annähert. Tatsächlich setzt diese ganzheitliche Schau den Glauben voraus und wird dadurch zum Skandal für den Philosophen. Stein selbst verstand ihre christliche Philosophie als Wegbereiterin des Glaubens. Und sie situierte damit die Philosophie aus einer christlichen Sichtweise als eine Preparatio Evangelica. Mit dieser spezifisch christlichen Perspektive Steins, auch zwischen christlicher und autonomer Philosophie, ist ein Dialog eben zwischen christlicher und autonomer Philosophie sicherlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Wenigstens von der philosophischen Perspektive her. Ich denke eben, wenn man von einer autonomen Philosophie ausgeht und dieses Privileg nicht in Frage stellen will, dann ist ein Dialog nicht gut möglich. Auch von der Theologie her ist der Dialog nicht automatisch. Und an dieser Stelle möchte ich kurz Ausblick halten. Und eben auch im Hinblick auf die Frage der Kirchenlehren im Zusammenhang mit der Lehre der drei letzten Päpste. Also zuerst bei Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Fides et Ratio, wo er eben eine gewisse Trennung zwischen Vernunft und Glauben feststellt und hofft, dass sie überwunden werden kann. Zitiere, nachdem die Vernunft ohne den Beitrag der Offenbarung geblieben war, hat sie Seitenwege eingeschlagen, die Gefahr mit sich bringen, dass sie ihr letztes Ziel aus dem Blick verliert. Der Glaube, dem die Vernunft fehlt, hat Empfindung und Erfahrung betont und steht damit in Gefahr, kein universales Angebot mehr zu sein. Also der Glaube für sich allein ist begrenzt, kann nicht fliegen und auch die Vernunft. Als Heilmittel für die gegenwärtige Situation sieht der Papst deshalb die neu zu findende Einheit von Glauben und Vernunft. Deshalb verstand es auch nicht, dass Johannes Paul II. Edith Stein als Beispiel für den Aufbau einer fruchtbaren Beziehung zwischen Philosophie und Wort Gottes nennt. Eine bekannte Stelle in der Enzyklika.
Bei Benedikt dem 16. wird diese Linie weitergezogen und insbesondere die Ausweitung der Vernunft zum Thema gemacht. So sagte er etwa in einer Ansprache an die versammelten Dozenten der europäischen Universitäten im Jahr 2007, ich zitiere, der Vernunftbegriff muss geweitet werden, damit man jene Aspekte der Wirklichkeit untersuchen und erfassen kann, die über das rein Empirische hinausgehen. Das ermöglicht einen fruchtbareren und komplementären Zugang zur Beziehung zwischen Glauben und Vernunft. Ähnliches wäre an vielen weiteren Stellen zu finden, insbesondere wenn es um die menschliche Suche nach Einheit und Ganzheit geht, die eben auch eine Öffnung, eine neue Öffnung zur Wirklichkeit hervorbringt. Auch Papst Franziskus schreibt 2017 in der Einleitung seiner apostolischen Konstitution Veritatis Gaudium über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten, dass es darum gehe, eine im Licht der Offenbarung mit Weisheit und Kreativität ausgeübte Inter- und Transdisziplinarität zu fördern. Die Einheit des Wissens in aller Differenzierung und unter Achtung der vielfältigen, miteinander verbundenen und sich überschneidenden Ausdrucksformen ist das Lebens- und Vernunftprinzip, welches das akademische Bildungs- und Forschungsangebot des kirchlichen Studiensystems sowohl inhaltlich als auch methodisch auszeichnet. Es stellt sich freilich die Frage, ob es im heutigen kirchlichen Kontext viele gute Beispiele solcher Inter- und Transdisziplinarität gibt. Meiner Meinung nach wäre eben Edith Stein hier doch ein kleiner Beitrag gelungen. Ja, jedenfalls geht es in all diesen Texten der drei letzten Päpste um dieselbe Stoßrichtung, wie bei Stein, auf die ihr eigene Weise die Form einer christlichen Philosophie annimmt und die gerade auch angesichts ihrer möglichen Ernennung zur Kirchenlehrerin interessant werden könnte, weil es meiner Meinung nach nicht angeht, zu sagen, dass Edith Stein eine Theologin sei. Das wäre so ja, traditionell ein Kirchenlehrer oder eine Kirchenlehrerin müssten Theologen sein oder müssen eine spirituelle Lehre haben. Bei Edith Stein, denke ich, gibt es etwas anderes. Eben diese christliche Philosophie, diese ihre Suche nach der Wahrheit der menschlichen Person in einem im Kontext einer ausgeweiteten Vernunft. Und das wäre sicherlich ein neues Thema, das vielleicht in einem anderen Kontext einmal besprochen werden kann. Ja, ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, beende diese Ausführungen.